Also, liebe Brüder und Schwestern, ich bin froh, dass sich Leute finden, die eben es sich zu Herzen nehmen, das ungeborene Leben zu schützen. Jedes Leben ist wertvoll vor Gott. Und ich würde sogar sagen, egal in welchen Umständen es gezeugt worden ist. Und kein Leben geht vor Gott verloren. Gott ist kein Gott der Toten, sondern Gott der Lebenden. Denn in ihm leben alle. Und deswegen empfehle ich allen, die sich dafür engagieren, sich eine solche Ikone von den unschuldigen Kindern von Bethlehem zu besorgen, zu denen wir eben auch die unschuldig abgetriebenen Kinder zählen. Nicht? Und etwas liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich eben sonst nur individuell die Möglichkeit habe, dass Frauen zu raten, die abgetrieben haben und sich später bewusst geworden sind, dass sie eine große Sünde begangen haben. Es reicht nicht, Gott um Verzeihung zu bitten. Das müssen wir selbstverständlich für jede unserer Sünden. Diese Frauen, auch Männer, die sie dazu gedrängt haben, müssen diese Kinder um Verzeihung bitten. Jeden Tag, bis sie in ihrem Herzen spüren, dass sie ihn verziehen haben. Und dann, nur dann, werden sie Frieden finden. Nicht? Denn diese Kinder sind ja nicht weg. Sie sind nur nicht hier. Und darüber ließe sich sehr viel sagen. Also, befolgen Sie diesen Rat. Ich weiß aus Erfahrung von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass das ein Heilmittel ist. Das heilt dann die kranke, verletzte Seele. Also, Gott segne euch alle.